Hallo und herzlich willkommen zum 328. Mal bei Huxler, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mistress Alexa. Hallo, hallo ihr da draußen. Herzlich willkommen zu dieser neuen, ganz besonders spirituellen Huxler folge Und bei mir ist natürlich auch heute wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und es ist einiges passiert, auf das wir mal kurz einen Blick richten müssen. Fundamentale Dinge fast. Meine Frau guckt mich völlig irritiert an und hat keine Ahnung, wovon ich gerade reden möchte. Zum einen möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass wir in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 insgesamt über alle Folgen hinweg 2,3 Millionen Downloads, eigentlich noch mehr, aber äh, Rundung. Wir runden mal ab. Äh, Downloads hatten von es unseren Servern. Und das sind nicht gestartete Streams. Also wir zählen nicht wie Spotify oder so, wo auch gestartete Streams oder so gezählt werden. Also Spotify ist damit drin. Auch wenn ihr auf unserer Homepage eine Folge hört. Also jeder, der eine Folge hört, die dann komplett heruntergeladen worden ist. Und wenn man sie auf einer Homepage, also bei uns auf der Homepage hört, wenn ihr das zu Hause macht, dann lädt das System die auf eure Festplatte runter. Das kriegt ihr gar nicht mit, das wird dann temporär gespeichert und dann ist das ein Download. Von diesen dezidierten, abgeschlossenen Downloads, und wenn einer eine Folge zweimal lädt, dann wird das in der Regel auch nicht doppelt gezählt, hatten wir 2,3 Millionen Stück. Das ist verdammt viel und es ist vor allen Dingen, und das freut uns unfassbar, über eine halbe Million mehr, als wir im gleichen Zeitraum im letzten Jahr hatten. Mhm. Das ist, das ist wirklich unglaublich. Großartig. Euch da draußen, ja, dass wir weiter stetig wachsen und wachsen und wachsen und dass ihr all die Änderungen, Verschiebungen, die wir mitgenommen haben, dass sie nicht dazu führen, dass wir Hörerinnen verlieren, sondern dass wir mehr werden in der Huxilla-Community. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten auch immer mal wieder im Netz gelesen, dass äh, ihr geschrieben habt. Ich habe jetzt gerade mal vor ein paar Monaten angefangen. Ich habe jetzt alles nachgehört. Also nochmal herzlich willkommen an alle neuen Huxilla-Fans, die es da draußen gibt. Das freut uns außerordentlich, dass ihr zu uns gestoßen seid. Schön, dass ihr in dieser Community dabei seid. Das ist wirklich bemerkenswert und, und ganz, ganz toll. Ähm, das Zweite, was ich noch anmerken möchte, ist, dass wir unsere Twitter-Accounts Mitte Oktober äh, abgemeldet haben. Das ist gut für unsere Psyche, kann ich nur sagen. Ähm, und das, äh, was ich aber noch erwähnen möchte, ist, dass wir ja bei Mastodon und auch bei Blue Sky sind. Und wir bei Mastodon mit dem Hookseller-Account inzwischen über 5000 Follower haben und bei BlueSky inzwischen über 3000. Also das ist wirklich auch nochmal ordentlich gewachsen. Das heißt, ich glaube, wir haben eine ganze Menge von euch mitgenommen in die neuen Netzwerke, auch naja, Instagram. Oder ihr wart schon da. Oder ihr wart da. <laughs> wir äh, dann auch. Auf jeden Fall macht der Austausch mit euch wahnsinnig viel Freude. Das ist äh, einfach richtig schön, mit euch in einer Community zu sein. Danke euch. Genau. Und das ist... Äh, Bemerkenswert und das macht uns besonders viel Spaß, dass es einfach so viele Menschen da draußen gibt, die das, was wir tun, sei es jetzt diese klassischen Huxella-Folgen, wenn man sie mal so nennen möchte, oder auch das Nachsetzen, oder jemand mag nur das Nachsetzen und mag die klassischen Huxella-Folgen nicht, oder wie auch immer. Oder nur manche Themen, kann ja auch sein. Aber dass ihr dieses Angebot, was wir für euch vorhalten, akzeptiert, dass ihr das mögt und das freut uns außerordentlich und äh, wir machen weiter. Da gibt es gar kein Problem. Und vielleicht noch abschließend nach den Corona-Tagen kann ich zumindest für mich sagen, dass ich so bei 99,85%, was heißt wissenschaftlich genau geschätzt, äh, meiner Gesundheit wieder angekommen bin. Auch darüber bin ich sehr, sehr froh. Also das äh, hat jetzt fast neun Wochen gedauert, dieser ganze äh, äh, Zinnober. Ähm, insofern bin ich auch da ganz froh, dass ich zumindest für mich äh, wieder zu meiner Leistungsfähigkeit zurückgekommen bin. Ähm, Genau, jetzt muss ich mich noch ein bisschen fit machen für die Tour, damit ich das dann durchstehe. Die Karten, oh, das wird noch mal richtig spannend. <laughs> Die Karten verkaufen sich auch übrigens super für die Tour. Auch vielen Dank dafür. Kauft gerne noch Karten, verschenkt sie an Freunde, Familie. Wir machen da in den nächsten Tagen auch nochmal irgendwann ein Video zu und erklären nochmal. Für wen die Tour geeignet ist und für wen nicht. Ja, ja also sie, die, die Abende werden garantiert nicht nur aus Insidern Nein. bestehen, sondern äh, wir wollen einfach mit euch äh, auf die Suche nach der wahren Wahrheit TM gehen und äh, vielleicht auch mal ein paar Experimente mit euch machen. Also ihr müsst teilweise auch ran. Genau. <laughs> es existieren entsprechende Ideen schon in unseren Köpfen. Wir wollen auf jeden Fall mit euch in den Austausch treten und einfach einen netten, interessanten, hoffentlich lustigen Abend verbringen. Und wir machen nochmal ein kleines FAQ. Wir haben ja schon ein paar Fragen zur Tour bekommen. Das packen wir dann auf YouTube und dann könnt ihr gerne uns nochmal dabei zuschauen, wie wir so ein paar. Fragen beantworten. Letzter Punkt, der mir auch noch auffällt, wenn ich nochmal so ein bisschen schon zurückschaue auf dieses Jahr: der Huxilla Relive bei den Wild Mikes. Wunderbare Abende. Oh ja. Wir hören alte Podcast-Folgen live im Twitch-Stream. <laughs> Ihr könnt uns zugucken, wie wir die Farbe wechseln. Wir reden mit euch. Ihr könnt Bingo spielen über den Unsinn, den wir damals geredet haben. Auch Oder das einfach über völlig andere Themen im Chat diskutieren. Ja, auch das ist völlig in Ordnung. Auch Manchmal. da haben sehr viele Menschen sehr viel Spaß. <laughs> Manchmal komme ich dann einfach auch gar nicht mehr mit, was da im Chat kriegt gerade passiert und das ist auch sehr amüsant. Genau, das also da auch da gab es inzwischen oder gibt es schon zehn Folgen, obwohl wir das nur einmal im Monat machen. Auch ein fantastisches Community-Ding. Mhm. Auch großartig, dass ihr da mitgeht. Also viele, viele Ecken und Kanten, äh, die gut laufen in diesem Jahr. Und da sind wir sehr, sehr, sehr dankbar für. Und ähm, jetzt machen wir aber weiter ja, nach dieser ein langen Moment. Einführung. Genau. Aber. Ja, jetzt gibt es natürlich wie jedes Mal auch beim 328. Mal eine Story der Woche. Die muss ich jetzt channeln, ne? Die Story der Woche. In der Story der Woche möchte ich euch heute mal eine kleine Szene beschreiben. Wir haben einen sehr, sehr langen, heißen Sommertag und ähm, es ist so ein, eine Straße, in der auch sehr viele Gärten sind, ist ein bisschen grün drumherum und in der Ferne grollt es schon und es kündigt sich ein Gewitter an. Und man hat so das, die Erwartung, dass es gleich anfängt zu regnen. Und man kann diesen Regen förmlich riechen. Und ich wette mit euch, ohne ein Medium zu sein, äh, dass ihr äh, genau wisst, wovon ich gerade spreche, dass man diesen Regen, diesen Sommerregen nach langer Trockenheit, wenn er dann bei uns ankommt, riechen kann. Ja, ich es sei denn, du hast es auch in der Nase. Ja. Äh, es sei denn, ich habe euch jetzt ähm, sozusagen lautmalerisch etwas eingegeben und euch beeinflusst. Und das stimmt alles gar nicht, was ich euch da gerade erzählt habe. Und man kann den Regen gar nicht riechen. Doch. Ich weiß doch, Hä? Was? Ja, das ist ja die Frage, stimmt das alles, was ich da gerade beschrieben habe oder ist das nur Einbildung? Und wenn ja, warum nicht? Ich glaube, ich habe gerade den Hogsmaster kaputt gemacht. Ach, wir machen jetzt mal ganz schnell weiter mit dem Thema der Woche, weil das will ich jetzt raus Schwere haben. Ausnahmefehler. Ja, ich will das rausfinden. <laughs> Thema der Woche. So, am Thema dieser Episode Alexa ist deine Schwester schuld. Das möchte <laughs> ich hier Schwester. bitte noch mal verbrieft <laughs> erwähnt haben, ja. sonst wären wir da nie drauf gekommen und Spaß beiseite, vielen Dank. Ja. Äh, denn sie hat dich angeschrieben, oder wie das? Ja, ähm, meine Schwester hat mir einen kleinen Clip von der New York Times geschickt, ein Video, wo eben über dieses kleine Dörfchen, dieses ganz besondere kleine Dörfchen, berichtet wird. Und da war auch schon diese Catchphrase drin, die wir uns dann geklaut haben. Genau. No one dies in Lilydale. Ähm, so heißt übrigens auch eine relativ bekannte. Doku, die bei HBO gelaufen ist, die dann auch äh, durchaus zu etwas ja, Aufsehen äh, geführt hat. Und da haben wir, wie du schon gesagt hast, uns ja den, den Titel dieser Episode ähm, gemobbt. Mhm. Lily Day, ein Hamlet. Ähm, du bist die Anglistin. Weiler, Dörfchen, ja. Örtchen. Ja. ja Im weitesten Sinne ein kleines Örtchen. Ja. Ähm, Süd. Jetzt muss ich denken, südwestlich von Buffalo, äh, am Lake Erie gelegen, also ganz im Norden, an der Grenze quasi. Lake Erie ist ja ein Teil der Grenze zu Kanada, im Staate New York. Und wir haben dann ein ganz kleines örtchen mit viktorianischen Häusern, allerdings amerikanische viktorianische Häuser. Also so Holz. Ja, 19. Jahrhundert halt, ne? Genau. Holzhäuser mit so schönen Veran Ver Veranden. Ja, ich glaube, ihr so, korrigiert uns, wenn verandas, wir falsch liegen. Ja. Ähm, äh, und so ein ganz, also was wir auch in der Doku von dem Örtchen gesehen haben und sonst gesehen, so ein bisschen verkitscht alles. Das kann man, glaube ich, festhalten. Ja, es ist total niedlich. Also wenn man da, ich stelle mir das so vor, ich war ja noch nicht da, äh, wenn man da durch die Straßen geht, äh, ganz viele Gärten es ist alles total grün. Äh, diese Häuser sind äh, aus Holz, äh, aber auch bunt, äh, sehen total hübsch aus und als wir uns diese Doku angeschaut haben, da habe ich nur gedacht: Oh, wie schön ist das da? Also, da so im Grünen auf dem Land, da würde ich auch gerne wohnen. Und dann hast du halt in manchen Fenstern und an manchen Türen solche Schilder wie Haunted oder so. Oder mein Alien, was da irgendwo im Garten sitzt. Also eine Figur, nicht ein echtes. Und das kommt einem dann schon ein bisschen merkwürdig vor. Lily Dale hat über das Jahr gesehen, Immer 275 Einwohner, so findet man das überall aufgeschrieben. Und dann scheint es so eine Art ja, Saisonfluktuation von Menschen zu geben, die dort wohnen. Und von diesen 275 EinwohnerInnen sind, also heute, wo wir das aufnehmen, November 2023 auf der Homepage, 33 Personen anerkannte Medien. Mhm. Also Medien im Sinne von Medium, <laughs> im Sinne von mit Geistern sprechen. Ja. Um das auch noch einmal formuliert zu haben. Und das ist die, so findet man es immer wieder im Netz, stehend älteste, äh, ja Kolonie ist falsch, äh, Ansammlung, Örtchen mhm. von Spiritisten äh, in, in der Welt und auch die größte. Ähm, gegründet ursprünglich mal 1879. Als Cassadiga Lake Free Association, das war der erste Titel, dann ist es äh, umbenannt worden 1903 in die City of Light, das klingt ja auch sehr hübsch oh ja. und 1906 dann äh, final in die Lilydale Assembly und ähm, ja. Also 275 Einwohner, 33 Medien, Alexa, da werden wir hellhörig, oder? <laughs> Im wahrsten Sinne des Wortes, wobei hellhörig in dem Zusammenhang auch schon wieder besonders klingt, aber mal im Ernst, also das ist ein erheblicher Anteil und das ist schon wirklich ungewöhnlich, also selbst für ein Land, in dem doch sehr, sehr viele verschiedene Glaubensrichtungen und Kleinstreligiöse Gruppierungen ihre Heimat haben und wir haben da in Lilydale und um Lilydale herum noch mal ein ganz besonderes Gebiet. Das ist ein Gebiet, das im 19. Jahrhundert so sehr von so spiritistischen und spirituellen Gruppierungen verschiedenster Art bevölkert war dass es einen ganz besonderen Namen bekommen hat, nämlich das Burnt-Over-District, mhm. wo etwas wie das große Erwachen, also The Great Awakening, was so eine, so eine spirituelle Erleuchtung auch nahelegen soll, wohl so stark durchgeschlagen hat, ähm, durch die Menschen, die sich da angesiedelt haben, dass eben dieser Name Burnt-Over-District äh, zustande gekommen ist, weil man sagte, ähm, dass diese Bewegungen, dass diese Weltbilder, diese Gedanken, die gegen quasi fast... Ähm, in Brand gesetzt haben. Und was dort gegründet worden ist, 1893 dann auch schon, also einige Jahre nachdem dann sozusagen die erste Siedlung sich da formiert hat, ist die National Spiritualist Association of Churches. Also eine Organisation, die, und das ist ganz interessant, sich selber ja als religiöse Organisation versteht. Und den Spiritismus, im amerikanischen eben Spiritualism, mhm. als eigene Religion sieht, die aber, und da wird es dann schon auch so das erste Mal so ein bisschen schwammig, ich glaube, da kommt man mhm. <laughs> ja noch öfter zu, ähm, sich auch vom Christentum abgrenzt, umgerät, aber es durchaus eine ganze Reihe von christlichen Spiritisten, auch tatsächlich in Lillidale gibt. Also eine große Nähe zum Neutestamentarisch muss man sagen, äh, Christentum dort, aber eigentlich eine eigene Kirche ja. mit einer eigenen ähm, Homepage. Auch äh, diese National Spiritualist Association of Churches. Mein Gott, ich kriege das heute <laughs> richtig hin. Ja. Und wenn man die Seite anklickt, sofort lachen einen Sonnenblumen an und man fühlt sich da irgendwie auch angenommen. Also, ähm, entstanden, du hast es gerade schon gesagt, Burnt-Over-District, da waren dann auch verschiedenste Religionen, Mormonen, die sich da angesiedelt haben, außerhalb von New York, von den großen Städten, mit dem Wunsch, ihre eigenen Religionen frei ausleben zu können. Ja, und auch das, was dann Amerika im Sturm oder Nordamerika im Sturm erobert hat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ähm, an der Stelle müssen wir einen kurzen Hinweis auf, eigene, auf eine eigene Folge von ja. uns äh, geben, nämlich auf die über die äh, Fox-Schwestern. Da haben wir nämlich schon über die äh, spiritistische Bewegung in Nordamerika gesprochen. Und äh, die Fox-Schwestern waren im Prinzip, wenn man so will, der Auslöser einer riesen Modewelle. Und äh, gerade so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schießen eben diese, diese Vereinigungen wie Pilze aus dem Boden. Und fallen dann eben genau in diesem Burnt-Over-District auf fruchtbaren Boden. Und äh, schon hat man da eben so Vereinigungen, die sich das auf die Fahnen schreiben, dass es völlig real ist, mit Verstorbenen sprechen zu können und irgendwelche Botschaften aus dem Jenseits zu empfangen. Äh, ganz interessant zu, in dem Zusammenhang ist noch zu sagen, also das, was heute in Lilydale überwiegend praktiziert wird, ist ein, ein Spiritismus, der sich wirklich so auf das Empfangen von Botschaften von Verstorbenen mhm. konzentriert und weniger auf diese physischen Phänomene, mhm. die man bei den Fox-Schwestern noch hatte, also diese Klopfgeräusche und Tische rücken und so. Da gibt es zwar auch ein, zwei Medien, die sagen, okay, ich kann Löffel biegen und Tische rücken und und solche physischen Sachen, aber die allermeisten ähm, konzentrieren sich darauf, Botschaften zu empfangen und die dann an die Lebenden weiterzuleiten. Die Fox-Schwestern, ich bin gerade wieder selber überrascht, Folge 230 war das von Hoaxilla oh. und die ist aus dem Mai 2019. Auch schon wieder ewig her und ich habe das Gefühl, das haben wir eben gerade erst aufgenommen. Ja. Ähm, und interessanterweise man, hat man sogar das Haus der beiden Fox-Schwestern, also das Fox Cottage nach. Lillydale transportiert im Jahr äh, 1915 und hat es also abgebaut und in Lillydale wieder aufgebaut. Das ist dann allerdings im September 1955 bei einem Feuer zerstört worden. Und äh, die Fox-Schwestern, die du hast gerade schon gesagt, werden da so als, als Keimzelle dieses Spiritismus, ähm, heilige ist glaube ich ein schönes oh, Wort. Oh, das passt sehr gut. Was Sind man da, die, ja. oh. mhm. Da kannst du. Manchmal ist meine Frau auch stolz auf mich. Es kommt selten genug vor, Nein, aber oft. heute. Und das Interessante bei den Fox-Schwestern ist, und das haben wir ja auch in der, in der Podcast-Folge hoffentlich erwähnt, ich habe sie nicht mehr gehört, dass ja eine der beiden Schwestern später zugegeben hat, dass das alles gefaked war. Das war alles erstunken und erlogen, äh, diente im Wesentlichen dazu, damit Geld zu verdienen. Ähm, und das. Berührt aber die Lilydale Assembly überhaupt nicht. Da sind sie weiter Säulenheilige und dass die das im Grunde genommen erfunden haben, ist äh, ausgeblendet. Und ich finde es ganz interessant, du hast gerade schon beschrieben, äh, Löffel verbiegen, Tarotkarten. Also so ganz offiziell wird immer gesagt, das machen wir alles nicht in Lilydale. Man findet aber in Lilydale im Museum, die haben so ein kleines Museum, das war das ehemalige Schulhaus so ein bisschen wie bei äh, unsere kleine Farm, ja, also so ein, so ein Raum, äh, Schulgebäude und da ist dann dieses Museum drin, da sind verbogene Löffel drin und wenn man und das ist ganz spannend, äh, bei, äh, bei der Homepage der Lillydale Assembly, ist alles unter der Folge verlinkt, da kann man sich dann die einzelnen Medien ansehen und die haben dann auch alle eine eigene Homepage, die man anklicken kann. Da findet man sehr wohl so Dinge wie Tarotkarten mhm. legen. Also da muss man so ein bisschen durchgucken und dann kann man sich auch zum Beispiel eine Tarot-Session buchen. Obwohl, wie gesagt, offiziell gesagt wird, das machen wir alles nicht. Wir sind ja seriös. Aber wenn die Nachfrage da ist, dann natürlich. Ja, über die Widersprüche können wir ja nachher ja, vielleicht genau. noch mal ausführlich sprechen. Und noch ein paar, ja. Mhm. Also das ist glaube ich so ein wenig die, ähm, erstmal so das Setting. Jetzt, ich, lass, uns, lass uns kurz über, den, lass uns über die wirtschaftlichen Faktoren mhm. reden. Äh, Im Sommer muss man Eintritt zahlen, wenn man nach Lady Day will. Da gibt es dann so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Häuschen und mit einem Tor, und da fährt man hin und da muss man Eintritt zahlen. Man kann da auch Saisonkarten kaufen oder Wochenkarten. Das heißt also, um auf das Gelände dieses Hamlets zu kommen, muss man Eintritt bezahlen. Äh, das ist aber nur im Sommer so und ich glaube auch nur bis. 18 oder 19 Uhr abends, danach ist es dann kostenfrei, da ist dann aber auch nichts mehr los am Ort, natürlich. Haben die dann alle Feierabend, die Medien? Oder? Wahrscheinlich, die sitzen Aha. dann mit ihren Haustierchen auf mhm. den Verandas, habe ich den Eindruck. <laughs> ähm, das ist das eine, dass man also erstmal im Sommer, äh, da wo sie es natürlich lohnt, Eintritt zahlen muss und diese 33 äh, Medien, oder sagen wir rund 30 Medien, die dort wohnen, haben alle eine eigene Homepage und da kann man dann Dienstleistungen buchen. Und wir haben, also ich, ich habe mir das mal so ein bisschen angeschaut und habe mir auch mal so ein Medium äh, herausgegriffen, wo man sich das mal durchlesen kann, was man da so alles buchen kann. Es ist übrigens äh, auch sehr, sehr gut, weil man kann es sowohl per Telefon, per Zoom-Konferenz oder natürlich dann auch äh, in Persona äh, machen. Das ist also alles äh, möglich. Praktisch. Ähm, diese, dieses eine Medium ist. Äh, sowohl in Williamsville, New Jersey verfügbar, als auch in Liddell. Also, das, da gibt es gleich mehrere Standorte. Ich habe mir hier mal die Seite von Angie Apt äh, aufgerufen. Und wenn man dann mal so in den, äh, in den, in den Angebotskatalog reinschaut, was sie anbietet, das lohnt sich jetzt wirklich mal, als das exemplarisch einmal durchzugehen, dann haben wir zunächst mal. Eine 30-minütiges äh, Spiritual Reading per Telefon oder Zoom, da kommen wir auf 100 Dollar, was das kostet. 60 Minuten äh, Spiritual Reading ähm, kosten 195 Dollar, also im Grunde genommen günstiger, 5 mhm. Dollar gespart. Es gibt dann auch Mini-Readings, Ask a Question per Phone oder Zoom, das sind dann 15 Minuten. Da liegen wir bei 50 Euro, 50 Euro ich weiß nicht, 50 Dollar. Wir haben äh, ein Medical Intuitive Reading, also medizinische Beratung, 30 Minuten für 100 Dollar. Da ist es noch ganz interessant zu sagen, äh, sehe ich gerade, äh, dass sie da gerade bei ihren, also in ihrer Preisliste, schreibt, dass das äh, keine medizinische Diagnose ist, die sie darstellt. Das ist natürlich ein interessanter Disclaimer und die Frage ist halt, wie viele Menschen erstens lesen den noch, äh, zweitens äh, beherzigen ihn auch. Ja. Und äh, wenn du da jemanden erwischst, der wirklich gerade so eine Health-Scare hat, also gerade eine konkrete Angst vielleicht. Oder verzweifelt ist, dann ist das unter Umständen auch wurscht, äh, sondern die klammern sich dann halt an solche äh, Angebote auch. Ja. Machen wir weiter. Es gibt eine Regression in ein vergangenes Leben, das allerdings dann nur via Zoom. Äh, eine, eine Stunde 30, also 90 Minuten für 195 Dollar, also ein echter Schnapper in Relationen. Wir haben Animal Communication ähm, und da haben wir dann. Ähm, ähm, 30 Minuten für äh, 80 Dollar. Also da findet man dann heraus, äh, wie man, also wenn wenn es Probleme mit dem Tier gibt, dann äh, kann sie mit dem Tier reden. Ach so, ah okay. Nicht sie verstorbene sind, Tiere, ah, sondern Genau, das hatte ich gerade falsch verstanden, ja. Mhm. Genau, also wenn man jetzt ein Tier aus dem Pierheim hat und das fühlt sich, ist nervös, fühlt sich nicht sicher, dann kann uns Angie hier helfen. Dann gibt es Spiritual and or Grief Counseling, denn da kosten 30 Minuten 95 Dollar. Und äh, dann gibt es noch eine Online Reading Party, ähm. Mit fünf, äh, Maxim, Minimum fünf Leuten, maximal äh, zwölf Leuten, die das dann gemeinsam machen. Und da gibt es dann, glaube ich, da steht gar kein Preis dabei. Ähm, ja. Also. Preis das auf Anfrage. Das sind so die, äh, die ähm, Dinge, die jetzt eines der Medien anbietet, also relativ gut aufgestellt, pandemisch natürlich auch gut organisiert, die haben alle eigene Homepages, das ist übrigens alles online buchbar, also das, was viele HausärztInnen in Deutschland mhm. noch nicht hinbekommen, das haben die natürlich hier wunderbar organisiert und Das ist da dann ein Telemedium. <laughs> da könnte man mal drüber nachdenken. Und davon haben wir 33 Stück, die wir hier direkt über die Homepage Anklicken äh, können. Und wir können uns vielleicht mal, ähm, das haben wir uns auch mal rausgesucht, mal die Definitionen von ähm, der oder die Deklaration der Prinzipien äh, dieser, jetzt muss ich wieder den Titel einmal ablesen, National Spiritualist Association of Churches äh, mal anschauen. Die habe ich mal, ich habe da mal was vorbereitet, auch schon ins Deutsche äh, übersetzt. Und es gibt im Grunde genommen neun äh, definierte Prinzipien. Und die ja, sind die auch schon ein bisschen schafft. älter, mhm. genau. Die stammen entweder noch aus dem 19. Jahrhundert oder mhm. um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert. Ja. Und die sind im Prinzip ähm, bei allem, was so, so individuell ist und auch sehr, sehr schwammig ähm, noch heute so auf der äh, Homepage von dieser Association, die es ja auch heute noch gibt, äh, zu finden. Das heißt, ja. da hat sich gar nicht so viel getan. Höchstens vielleicht mal eine Neuinterpretation, aber ansonsten sind es halt diese, zwei, äh, diese neuen äh, Grundsätze. Genau, und wir, wir können ja mal ganz kurz durchgehen. Der erste Grundsatz lautet, wir glauben an die unendliche Intelligenz. Ähm, damit ist natürlich nicht die unendliche Intelligenz von Menschen gemeint, sondern sowas wie eine höhere Kraft. Also, um nicht zu sagen, äh, ein, ein Gott oder etwas Göttliches, äh, sondern mehr so ein, ein, ein ordnendes Prinzip, würde ich jetzt mal so sagen, was äh, unseren, unsere Welt und äh, den Kosmos ordnet. Wird dann im, im zweiten Prinzip dann nochmal deutlicher, dass da lautet: Wir glauben, dass die Phänomene der Natur, sowohl die physischen als auch die spirituellen, Nee, die, doch die physischen, habe mhm. ich richtig Physischen als auch die spirituellen, der Ausdruck der unendlichen Intelligenz sind. Da kommen wir schon so ein bisschen in das, was du gerade beschrieben hast. Und äh, da interessant äh, direkt, dass die ähm, Naturphänomene, ähm, die wir ja sagen würden, also die sind den Naturgesetzen unterworfen, mhm. die werden sofort gleichgesetzt mit äh, spirituellen. Dinge. Das heißt also beides. Es gibt definitiv beides, sowohl physische Phänomene als auch spirituelle. Das heißt, es wird klipp und klar gesagt, es gibt spirituelle Dinge auf der Welt und die sind eben auch Ausdruck dieser unendlichen Intelligenz. Das dritte Prinzip ist dann, wir bekräftigen, dass ein korrektes Verständnis dieses Ausdrucks und ein Leben in Übereinstimmung mit diesem Ausdruck wahre Religion darstellen. Also schön dran glauben, was in den Prinzipien steht. Und das ist dann Ausdruck der wahren Religion. Viertes Prinzip, wir bekräftigen, dass die Existenz und die persönliche Identität des Individuums nach der Veränderung, die tot genannt wird, fortbestehen. Ja, also es geht dann, also der Tod ist eigentlich nur ein, ein Wechsel, eine Veränderung mhm. und danach... Existiert das, was uns ausmacht, einfach weiter? Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung für das, was Sie da praktizieren, nämlich die Kommunikation. Genau, niemand stirbt mhm. in Lilydale. Mhm. Fünftes Prinzip: Wir bekräftigen, dass die Kommunikation mit den sogenannten Toten eine Tatsache ist, die durch die Phänomene des Spiritualismus wissenschaftlich bewiesen ist. Zirkelschluss. Ja. Also weil es diese Phänomene gibt, von denen wir behaupten, dass es sie gibt, ist wissenschaftlich bewiesen, dass es sie gibt. Genau äh, ja und das sind ja auch nicht die Betrüger, sondern die sind ja die geprüften Medien. Mhm. kommen wir nachher noch mal drauf. Das sechste Prinzip: Wir glauben, dass die höchste Moral in der goldenen Regel enthalten ist. was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Klingt jetzt ein bisschen lächerlich in der deutschen Übersetzung im englischen Original, ich will es einmal verlesen steht, Do unto others as you would have them do unto you. Ist aber im Grunde genommen mhm. genau, genau dieses das. Prinzip. Äh, das ist 2004 nochmal neu überarbeitet worden, äh, diese, diese Prinzipien. Äh, ähm, äh, also, nein, dieser Grundsatz 6 ist überarbeitet mhm. worden, 2004. Das siebte Prinzip, wir bekräftigen die moralische Verantwortung des Individuums und dass wir unser eigenes Glück oder Unglück schaffen, wenn wir die physischen und spirituellen Gesetze der Natur befolgen oder nicht befolgen. Ja, und das ist eigentlich äh, ein Satz, oder das sind Sätze, nee, ein Satz, äh, der es in sich hat. Mhm. Äh, wenn man da näher hinschaut, dann läuft es einem schon so ein bisschen kalt den Rücken runter. Ähm, das heißt also, wir äh, schaffen unser Glück, indem wir die physischen und spirituellen Gesetze der Natur befolgen, oder unser Unglück, wenn wir es eben nicht befolgen. Und da wäre dann meine erste Frage: Was sind die spirituellen Gesetze der Natur überhaupt? Mhm. Äh, können wir die alle kennen und wissen wir das alles immer so alltäglich? Und ähm, äh, zweitens, ähm, ja, gilt das denn dann auch zum Beispiel für äh, psychische Erkrankungen? Also sind ähm, Probleme, die ich aufgrund psychischer Erkrankungen habe, auch meine eigene Schuld. Ich würde auch weitergehen. Schwere chronische Erkrankungen, mhm. sagen wir es doch einfach mal. Genau. Krebs, mhm. Krisse. Ja. und Weil das hab ich Unglück. da irgendein Gesetz nicht befolgt. Genau. Was. Also selber Schuld, weil du dich nicht an die spirituellen Gesetze oder die Religionen gehalten hast. Sehr, sehr, sehr perfide. Mhm. Finden wir aber natürlich immer wieder. Finden wir auch bei Esoterik, äh, äh, The Secret, Gesetz der Anziehung, all das. Das ist ja eine Soße im Grunde genommen, immer etwas anders ausgedrückt. Und. Hier wird es dann auch unangenehm. Also, bisher war es ja kuschelig. Das durchdacht das siebte Prinzip. Da ist es cringe mhm. und da hat Alexa mir dann auch einen Screenshot während der Vorbereitung, die wir gemacht haben, geschickt, wo sie das dann so eingemalt hat. Ja, wenn du das eh schon gerade selber, ich glaube in dem Augenblick auch gelesen ja, hast oder Ein paar so. Minuten vorher ja. <laughs> und darüber gestolpert. hast was, was bedeuten? Ja. Kommen wir zum achten und vorletzten Prinzip. Wir bekräftigen, dass die Tür zur Reformation für keine Seele im Diesseits oder im Jenseits verschlossen ist da weiß ich gar nicht, ob die reformation tatsächlich die, 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 glaube, die christliche reformation ist. nee, 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 ich glaube, das ist so etwas wie, wie wiedergutmachung. also da müsstest du noch mal gerade in das englische original gucken. denn ich glaube, da ist es so vom begriff her ein bisschen anders gelagert. Um, the doorway to Reformation is never closed. Also ich glaube, die meinen dann eher sowas wie um, ein, ein Überdenken oder ein Umdenken. Mhm. Oder es ist einfach nur gemeint, dass äh, alle Seelen weiter existieren mhm. und die Türen nie zu sind. Ja, das auf jeden Fall. Also egal, also du kannst es äh, alles irgendwie hier auf Erden regeln oder eben auch, äh, nachdem du gestorben ja. bist. Und wenn du gestorben bist und dann noch was regeln willst, dann brauchst du natürlich die Hilfe von Medien. Genau. Neuntes Prinzip und damit das auch das letzte ist, wir bekräftigen, dass das Gebot der Prophezeiung und Heilung göttliche Attribute sind, die durch Medien bewiesen werden. Auch hier wieder so ein wunderbarer Zirkelschluss, göttliche Kraft in der Heilung, da sind wir dann auch, dass es ja einige Medien in Lillydale gibt, die auch Heilungen vornehmen, natürlich immer mit Disclaimern, haben wir okay. gerade schon erwähnt. Und damit haben wir erstmal. Naja, und da steckt halt auch wieder drin, dadurch, dass da steht, was durch die Existenz von Medien bewiesen wurde. Ja. Also, dass es diese Phänomene gibt, das beweisen sie mit etwas, das eigentlich schon nicht zu beweisen ist. Also dadurch, sie sagen halt dadurch, dass es Medien gibt, das ist für sie unumstößlich. Existiert auch das und das. Dabei würden wir wissenschaftlich kritischen Menschen sagen, es ist überhaupt nicht belegt, dass es so etwas wie Medien gibt. Interessant ist dann, es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Definitionen dieser dieser Association. Ich habe da mal zwei rausgegriffen nochmal aus diesem Kontext, nämlich die Definition für ein Medium und die Definition für spirituelle Heiler*innen. Und vielleicht lese ich nochmal das Medium vor und dann kannst du ja die Heiler*innen nochmal definieren. Da heißt es nämlich: Ein Medium ist jemand, dessen Organismus für schwingungen aus der geisterwelt empfänglich ist und durch dessen vermittlung intelligenzen in dieser welt botschaften übermitteln und die phänomene des spiritualismus hervorheben können also mit dieser welt ist in dem fall die geisterwelt ja. gemeint das heißt also das medium channelt und sagen die geisterwelt und leute die da was loswerden wollen und bringt das dann in unsere Weltliche Welt. Ach, das ist jetzt alles schon wieder ganz verschwurbelt. Und die, die Schwingungen, die hier angesprochen werden, dessen Organismus für Schwingungen, empfinde ich es, das klingt ja so ein bisschen nach Quantenschwurbel. Da könnte uns der Holm Hümmler oder der Florian Eigner sicherlich was zu sagen. Das Ganze stammt bereits aus dem Jahr 1914. Also wer auch glaubt, dieses Schwingungszeug sei irgendwie was Neues. Nein, diese Definition ist 109 Jahre inzwischen alt. Also auch damals wurde schon mit Schwingungen rumgeschwurbelt. Ja. Und äh, wenn wir jetzt bei den spirituellen Heilern sind, das sind halt Menschen, die entweder durch ihre eigenen angeborenen Kräfte oder durch Medialität in der Lage sind, pathologische Zustände, also Erkrankungen quasi mit vitaler heilender Kraft zu versehen. Also die äh, können äh, auf geistiger Ebene äh, durchaus weltliche Erkrankungen und Symptome heilen, behaupten sie zumindest. Interessant in diesem Kontext ist das in dieser Association. Die Reinkarnation abgelehnt wird. Also wiedergeboren werden ist nicht. Wäre jetzt ja auch schwierig, wenn wir mhm. sagen, die Seelen sind fortbestehend und verschwinden ja nicht, das, was uns ausmacht, und die Medien sind ja auch in der Lage, damit zu kommunizieren. Ähm, und ich hoffe, dass jetzt die ein oder andere, der ein oder andere HörerInnen äh, zusammenzucken wird und mit sagen, äh, Moment mal, da hat doch der Herr Waschkau eben gerade vorgelesen, dass die Angie. Zurückführungen auch durchführt. Und richtig. Was interessiert mich denn das Geschwätz der Kirche, für die ich arbeite, wenn ich 180 Dollar für eine Rückführung in ein vorheriges Leben bekommen kann? Das ist schon relativ interessant, dass da so ein bisschen, wie soll man denn sagen, Interpretationsfreiheit ist es das, was ich, was ich da rein sagen würde. Also gibt es zwar nicht, aber wenn es jetzt mhm. gewünscht ist, mein Gott dann führen wir dich halt auch zurück. Finde ich sehr, sehr spannend. Also da merken wir schon, äh, der hohe Anspruch und die Wissenschaftlichkeit. Klingt gut, hm. ist aber dann en Detail auch nicht so weit her. Genau. Es gibt ja auch ganz viele Medien, die von außerhalb kommen und dann äh, da entweder nochmal ihre... Sinne, ihre außersinnlichen Sinne schärfen wollen mhm. oder Vorträge halten oder Workshops veranstalten. Äh, dafür ist Lilydale eben auch bekannt, dass man da äh, solche Veranstaltungen besuchen kann. Und da gibt es, wenn man sich so die aktuellen Veranstaltungen, die auf der Seite vom Lilydale Assembly zu finden sind, anguckt, auch ganz viele Dinge, die ähm, was mit ähm, Past Life und Regression und so weiter äh, zu tun haben. Mhm. Äh, und da habe ich mich dann gleich gefragt, ja, wenn das aber doch verpönt ist, kriegen die dann Ärger, wenn die da sowas veranstalten. Und es ist ja alles so streng reglementiert, also die müssen das ja dann schon äh, sehenden Auges in Kauf nehmen, dass da auch äh, Leute sowas veranstalten wollen. Und wenn man überhaupt sich diese Seite anguckt und was die alles so veranstalten und anbieten, dann hast du natürlich eben nicht nur diese reine klassische Medienarbeit, sondern ein bisschen den esoterischen Gemischtwarenladen. Und auch solche Sachen, wie Alexander zeigt mir gerade, wie man Heilsteine, also Crystals, für die Selbstfürsorge, genau benutzt. Also auch solche Workshops gibt es da halt. Und letzten Endes ist es eben doch äh, die Nachfrage, die das Angebot regelt. Denn äh, das ist alles schon sehr, sehr businesslike, sehr, sehr ähm, gut eingefädelt, alles, was da so in Lilydale stattfindet. Und ähm, wir müssen, glaube ich, nochmal beschreiben, wie, wie das so abläuft, wenn man als ratsuchende Person dort ankommt ähm, und äh, auf der Suche nach einem Medium ist, was einem helfen kann. Ich will nochmal ganz kurz auch mal mhm. zeigen, also auch was ich erwähnt habe, nicht so dass ihr sagt, wir haben, wir haben äh, Unsinn erzählt. Ja. Am 13. Dezember zum Beispiel, jetzt dann aktuell 2023, gibt es abends um 7 Uhr äh, Writing with Tarot mit Susan Merson äh, via Zoom. Äh, Zwei-Stunden-Workshop kann man dann eben auch äh, buchen. Ich gucke mal gerade Info and Purchase Tickets. Das ist natürlich alles hier online wunderbar organisiert. 50 Dollar hm. äh, kostet hier äh, dieser Tarot-Workshop. Und auch da sind wir wieder bei dem Thema... Wir machen ja nicht so Quatsch wie Taro und so, aber gut, <laughs> aber dann doch. es gibt dann die Susan äh, Merson, die macht dann auch doch äh, diese Workshops und das ist schon interessant, wie man sich dann also hier in diesem Kalender schnell durchklicken kann. Aber das ist ja, ja wie soll ich sagen, so der eine Weg nach Lady Day, du hast es gerade schon angedeutet, typischerweise fährt man da ja hin, zahlt Eintritt im Sommer und etwas außerhalb, also es ist ja ein wunderschönes, Waldgebiet, man muss es ja. nochmal sagen, in dem ähm, dieses, äh, dieser, dieser Weiler liegt. Und dann gibt es irgendwann so eine äh, kleine Lichtung, wo Bänke stehen. Also im Grunde genommen so, wie man sich vielleicht eine Kirche vorstellt, allerdings unter freiem Himmel. Mhm. Ähm, es gibt dann einen sehr, sehr großen Baumstumpf, der auch so ein bisschen eingezäunt ist. Und da sitzen. Im Grunde genommen, jeden Tag könnte man fast sagen, wenn das Wetter gut ist, so um die 80 Personen, so wird es beschrieben. Und es gibt dann mehrere Medien, die dann in so einer Art öffentlichem Gottesdienst, und jetzt ist nochmal wichtig zu sagen, wir sind ja jetzt hier in der Religion des Spiritualismus, das heißt, es ist kein christlicher Gottesdienst, sondern ein Gottesdienst äh, der Spiritisten, der da stattfindet, ähm, Readings machen. Mhm. Oder anders ausgedrückt, ähm, sie werben für ihre Fähigkeiten, so würde ich es jetzt böserweise formulieren. Äh, dieser äh, große Baumstumpf, der ist früher genutzt worden, da sind die Medien draufgegangen, macht man heute nicht mehr. Ist übrigens kein echter Baumstumpf, sondern der ist aus Beton gegossen und nur einem Baumstumpf, einem echten, nachgebildet. Wenn ihr es nicht glaubt, wir haben alle Quellen verlinkt, liest es euch durch. Das der will der ich Inspiration voll... Stump. Inspiration Stump ist völlig mhm, aus Beton ja. gegossen, damit er halt schön gut hält. Ähm, und was dann stattfindet, ist etwas, was wir natürlich hier auch schon mehrfach äh, bei huxley äh, thematisiert haben, nämlich im Grunde genommen Cold Reading. Mhm. Das heißt, da wird das Publikum angesprochen und wir können das, glaube ich, gar nicht so sehr im Detail äh, äh, darstellen. Wir haben euch einen Artikel aus The Skeptic aus den, äh, aus Großbritannien verlinkt, äh, wo äh, der Autor Benjamin Bradford gemeinsam mit Joe Nickel ein Besuch in Lily Dale beschreibt und da sehr sehr ausführlich die verschiedenen Techniken dieser Medien beschreibt, wie sie mit dem Publikum sprechen. Ein schönes Beispiel ist, dass ein Medium zu einer übergewichtigen schwarzen Besucherin sagt, ich spüre da Diabetes im Jenseits und die Besucherin sagt, ja ich habe Diabetes und sie sagt siehst du und also, Benjamin Radford weist dann darauf hin, genau. dass sie ja von der vom Jenseits gesprochen hat, die Dame sich angefühlt hat und äh, angesprochen gefühlt hat und gesagt hat, nee, ich habe Diabetes, was übrigens eine sehr große äh, Häufigkeit hat in den Vereinigten Staaten, äh, insbesondere bei Schwarzen. Äh, das da gibt es Studien zu dem Thema. Das heißt, das hat die das Medium gar nicht gesagt, aber im Kopf der Anwesenden ist es als wahre Interpretation äh, wahrgenommen worden. Und da gibt es einen sehr, sehr langen Text, äh, ein Name mit J äh, oder das nach Farben gefragt wird und dann sagt jemand im Publikum, also dass das ist ein Medium sagt, äh, grün, äh, grau, weiß oder schwarz spürchen in den ersten Reihen und dann sagt jemand, ja, mein Name ist white. Also und schon funktioniert was. Ähm, äh, und äh, das sind diese Code-Reading-Methoden, die erstmal sehr, sehr gut funktionieren. Und hier ist es nochmal mir auch wichtig zu erwähnen. Ähm, und ihr habt es vielleicht schon zwischen den Zeilen gehört, dass wir so ein bisschen sagen, ah, vielleicht ist das auch ein bisschen Geldscheffelei und Betrug. Viele Menschen, die Code Reading betreiben, machen das auch unbewusst. Also es ist nicht immer ganz klar. Also das heißt, die glauben tatsächlich, dass sie diese Fähigkeiten haben. Und in der Interaktion mit anderen Menschen formt es sich ja dann auch. Also die Person, die sagt, ich habe jetzt im Kopf folgende vier Farben und dann sagt jemand, ähm, Nehmen wir mal die Farbe Violett und dann sagt jemand in den Vereinigten yes, my name is Violet. Ja. Dann kann es durchaus sein, dass das Medium glaubt, ich habe das wirklich gerade gechannelt. Bestätigt, ja, ja. ja. Und ähm, das sind ja auch ganz viele Dinge, die ähm, bei diesem Cold Reading ablaufen, lassen sich einmal auf den Barnum-Effekt zurückführen, also wenn mhm. das so Aussagen sind, äh, die man gerne auf sich bezieht und die ganz allgemein gehalten sind. Oder es ist eben auch ganz oft ähm, eine gewisse doch Intuition, die manche Leute ja durchaus haben mögen und vor allen Dingen Beobachtungsgabe. Mhm. Ja. Aber auch manchmal eben solche Dinge wie einer, einer jungen Frau, die ausschaut, als wäre sie was, nicht 16, 17 oder sozusagen, das ist irgendwas mit der Highschool oder irgendwas. Das ist ja jetzt auch nicht so weit her. Und das sind ja auch äh, gerade diese Beobachtungsdinge, ähm, durchaus Sachen, die fast unbewusst ablaufen können. Also das Medium äh, ist ziemlich gut darin, Leute zu beobachten und dann eben die Beobachtung auch ähm, sich zunutze zu machen. Und ähm, glaubt aber dann, wenn es mal einen Treffer gelandet hat, äh, dass es eben äh, tatsächlich solche Fähigkeiten hat. Also das kann sich dann auch noch verstärken eben äh, diese diese Vorstellung und dann bilden eben die Leute, die da sitzen und die vielleicht verzweifelt sind und die Medien auch so eine Art ähm, ja sich selbst verstärkendes System. Ja. Ja. Ähm, wenn man so möchte, aber ähm, es ist halt auch ganz ganz oft so, dass die daneben liegen. Also je detaillierter diese ähm, Vorhersagen sind, ähm, Onkel L äh, sagt mir ähm, hier, er hat eine Botschaft für dich. Ja, ich habe gar keinen Onkel L. Äh, ja, das ist vielleicht auch der Onkel von wem anders. Also ähm, da muss man teilweise so als Medium auch manchmal ganz schön rumlavieren, bis man dann irgendwie aus einem Nichttreffer doch vielleicht einen Treffer machen kann. Und das kann eben Alexander, glaube ich, eine Anekdote rausgesucht. Ganz schön ins Auge gehen. Klappt halt nicht immer. Nee. Also, der Benjamin Redford, das ist eine Stelle, die ist mir wirklich hängen geblieben, äh, beschreibt dann, wie dann eines der Medien sagt äh, zu einer Besucherin, äh, sind sie ihren? Und die Besucherin sagt, nein, ich bin Engländerin. Und dann sagt das Medium, close enough. Und ähm, das mag jetzt für Amerikaner. Äh, ausreichend sein, weil das ist irgendwo da so in Europa und alles das Gleiche, aber natürlich weiß man, dass Iren nicht für Engländer gehalten werden möchten und äh, umgedreht auch EngländerInnen nicht für Iren äh, gehalten werden möchten, also das ist natürlich in beiden Richtungen ganz ganz immanent wichtig, sich dazu distanzieren und wenn dann jemand aus der, aus dem Jenseits, also aus der Vergangenheit, wo es ja noch mal Wichtiger gewesen ist, egal wie weit man nach hinten geht, gerade in der englisch-irischen Geschichte, dann würde das jenseits nicht sagen, close enough. Also, das ist so ein Punkt, wo dann auch tatsächlich so Besucher von Lily Day, in diesem Fall die BesucherInnen, war eine äh, Frau, sehr, sehr enttäuscht von dem Medium <laughs> gewesen ist und gar keiner meiner Vorfahren, äh, Hätte sich als ihren bezeichnet. Also, das funktioniert halt nicht immer. Für die große Masse, vor allen Dingen auch für die AmerikanerInnen, die da dann im Publikum gesessen haben, mag das durchaus gut funktioniert haben, weil wenn die genauso, er, er nennt es American Myopia, also die amerikanische Kurzsichtigkeit, also es geht nur so weit, wie das eigene Land reicht und danach wird es dann ein bisschen unscharf, für die hat das dann auch gereicht in dem Fall. Und. Jetzt sind wir hier noch so bei dem Cold Reading und Alexa und ich haben, als wir uns die Doku angeschaut haben auf HBO, schon auch darüber spekuliert, naja, meistens gehen dann Besucher, die dann auch in dem Hotel wohnen in Lily Day zu mehreren Medien, dann haben wir gesagt, dann reden die bestimmt untereinander und mhm. tauschen sich aus und dann wächst mhm. natürlich das Informationszeug. Die Leute, die dahin fahren, sind ja, ganz positiv gestimmt. Und dann haben wir gesagt, die reden doch auch bestimmt mit den HotelmitarbeiterInnen und sagen denen, äh, warum sie da sind. Mein Sohn ist ganz früh gestorben, meine Frau ist gestorben, mein Vater, meine Mutter, äh, was auch immer. Also da gab es die verschiedensten Szenarien, die da beschrieben sind. Da haben wir gesagt, naja, wenn die Leute, die da im Hotel arbeiten und das finanziert ja die ganze Region. Dann sprechen die mit den Medien. Also, Alexander, ich haben da schon wilde ja, Verschwörungen genau. besprochen. Verschwörungen, die dann vom Cold Reading zum Hot Reading führen, führen. würden. Also, Hot Reading sagt man, wenn man. Tatsächlich im Vorfeld äh, Informationen sammelt und sich über die Leute eingehendst informiert und versucht da auch äh, jede Menge Dinge rauszukriegen, die man dann als ähm, Unique informations aus dem Jenseits präsentieren kann. Und da waren wir schon, haben wir schon uns so ein bisschen selber beglückwünscht und haben gesagt, das ist ein Mechanismus, den wir identifiziert <laughs> haben. Und dann habe ich ja. einfach nochmal auf der Recherche ähm, eine Seite, äh, einfach TripAdvisor gefunden, also diese Reiseseite, wo jemand eine Rezension über Lilly geschrieben hat auf Englisch in dem Fall. Und es war eine Frau. Ich weiß aber eben nicht, ob es ein männliches oder ein weibliches Medium gewesen ist, weil das hat, gibt die Übersetzung natürlich dann nicht her. Aber ich will das kurz mal vorlesen, weil das ist so krass und da ist mir nochmal vor Augen geführt worden, wie dumm ich eigentlich bin. Um ich ja, ich, mir ist es auch wie Schuppen <laughs> aus den Haaren gefallen. Und zwar steht da in dieser Rezension: Als in Buffalo geborene bin ich im Laufe der Jahre oft nach Lilly Day gefahren. Wir haben ja schon gesagt, es ist ein Stündchen entfernt. Äh, im Buffalo liegt im Nordosten. Ich halte mich für eine Zynikerin und Mystikerin in einem. Ich hatte einige fantastische Lesungen, also spiritistische Lesungen, und einige mittelmäßige. Vor allem über eine Sitzung im letzten Sommer wollte ich schon lange einen Bericht schreiben, denn sie war, ehrlich gesagt, schlecht. Um ehrlich zu sein, vielleicht hatte das Medium einen schlechten Tag, oder vielleicht wenn ich wirklich zynisch bin, gab es wenig, was sie im Voraus online über mich finden konnte, da ich keine sozialen Medien habe. Meiner Meinung nach war es ein komplettes Cold Read und ein Greifen nach Strohhalmen, basierend auf meiner Körpersprache und der Andeutung einer Antwort. Es gab keine wichtigen Details, die mir einen Hinweis darauf gegeben hätten, mit wem wir auf der anderen Seite sprechen, wie ich es bei früheren Lesungen erlebt habe. Außerdem war ich zu der Zeit schwanger und die hellseherin also da hat sich die Übersetzung entschieden, das dann weiblich äh, zu äh, 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 gendern, sagte, Deine Oma schickt dir Herzen und liebt das Kinderzimmer. Ich habe nie ein Kinderzimmer eingerichtet, denn das Baby sollte in einer Krippe neben unserem Bett schlafen und schläft jetzt in einem Gästezimmer. Ich hatte nie eine Beziehung zu meiner Großmutter und ich bezweifle, dass sie mir Herzen schickt, denn ich bin kein Mensch, der diese Art von Käse mag. Die Hellseherin beschrieb jede Person, die ich angeblich kannte, anhand ihres Leidens zum Zeitpunkt des Todes und nannte interessanterweise die häufigsten Krankheiten, die die Menschheit zurzeit plagen, wie Alzheimer, Herzversagen, Herzkrankheiten und so weiter. Da ich keine einzige Person identifizieren konnte, war der nächste Ausweg, oh, es könnte jemand Lebendes sein. LOL. Ich hoffe, die Lesungen der anderen waren besser als diese. Ich lächelte, gab ein gutes Trinkgeld und ging. Aber mir wurde klar, dass ich bezweifle, dass die meisten Hellseher diese Gabe haben. Diese Person hatte sie ganz sicher nicht. Und da ist mir nochmal ja. aufgefallen, wenn ich denn jetzt online, was ich wahrscheinlich bei einer Reiseplanung tun würde, mir ein Date buche zu einem Reading. Und ich habe ja schon so eine Speisekarte von einem, eines der Medien vorgelesen. Dann hat die vermutlich meinen Namen, die hat auch Kontaktinformationen. Ich habe es nicht durchgeklickt, ob man auch seine Anschrift angeben muss. Aber wenn man die drei Sachen hat und ein bisschen schlau ist, was das Internet angeht, dann wird man Facebook, Twitter, Instagram oder was auch immer finden. Und wenn mein Geschäft ist, mit Menschen im Jenseits zu sprechen, und ich habe da nur an mein eigenes Instagram gedacht, was machen wir denn so typischerweise, wenn wir in den sozialen Netzwerken unterwegs sind und wir haben einen Todesfall oder wir haben einen Todestag, wir posten eine Kerze, wir posten ein inspirierendes Foto, wir erinnern uns und das ist ja sehr schön, weil dann die Community auch darauf reagiert. Aber so ein Medium hat natürlich die perfekte Einflugschneise, um zu wissen, an welche verstorbenen Personen wir denken. Und wir machen es ihnen komplett einfach, indem man die sozialen Medien einsehen kann. Ja. Ja. Also, das war nochmal so. Reading im Zeitalter des Internets. Und da, da haben Alexander und ich uns ja. wirklich angeschaut und wir waren völlig <laughs> geschockt, ne? Also, weil, weil das Weil's so einfach so ist. Einfach ist. Ja. ja. Völlig irre. Also, das zeigt nochmal, ähm, und ich glaube, wir brauchen hier bei Huxeller jetzt nicht zu erwähnen, dass weder Alexander noch ich glauben, dass es aktuell einen klaren wissenschaftlichen Beleg für den Fortbestand einer Existenz nach dem Tod gibt. Das sehen natürlich die Medien anders. Und jetzt kommen wir nochmal zurück, auch letztendlich zu der Authentifizierung dieser, mhm. äh, dieser Medien, weil sie ja den Spiritismus sowohl als Religion als auch als Wissenschaft verstehen. Und wenn man jetzt in Lilydale in der Assembly als Medium arbeiten muss, dann gibt es ja konkrete Vorgaben. Die findet man nicht so wirklich. Man sieht, dass man Kurse buchen kann, dass man dass es irgendeine Form von Punktesystem gibt, aber in einem Artikel der New York Times, in dem es im Wesentlichen darum geht, dass da Medien die Prüfung abgelegt haben und dann nicht anerkannt wurden und sich jetzt einklagen ja, wollen. Völlig das, irre das Geschichte. Das hat mich auch überrascht. Also Medien, die nach Lillydale wollten, um da zu praktizieren, die dann es letzten Endes laut Assembly nicht geschafft haben äh, und die jetzt vor Gericht ziehen, weil sie unbedingt in Lilly praktizieren wollen. Äh, das ist schon erstaunlich. Und ähm, es geht da um drei Medien, mhm. die ähm, alle Nachweise, also so sagen sie selber, alle Nachweise, die da zu erbringen sind, erbracht haben. Und auch einen entsprechenden Score erreicht haben. Also du musst da ähm, natürlich irgendwie deine Fähigkeiten nachweisen und du musst dann einen, einen Durchschnittswert ähm, haben und eine Evaluation durchlaufen. Und ähm, die haben gesagt, also uns wurde erzählt, es lag, liegt irgendwie bei 82 Prozent, das, was man erreichen muss. Und dann hätten sie da auch praktiziert, also die haben da quasi umsonst in Anführungsstrichen gearbeitet eine mhm. ganze Weile. Mhm. Und dann sei ihnen aber end letzten Endes gesagt worden, nee, es hat jetzt nicht ausgereicht, es müssten eigentlich 85 Prozent sein. Und die waren teilweise auch über die 82 Prozent, die drei. Ähm, und auch über die 85 sogar und sind trotzdem nicht anerkannt. Genau, und äh, da fragt man sich dann natürlich, okay, ist das vielleicht dann doch ein bisschen Willkür, hat denen jetzt beim Assembly irgendwas nicht gepasst oder so. Na, sind die, das ist ein Faktor. Ja, sind die, genau, sind die nicht mit denen zurechtgekommen wollten, die die nicht in der Community haben. Und dann sind die halt vor Gericht gezogen, weil, und das ist nämlich auch ein ganz interessanter Aspekt, ähm, sie klagen auch ähm, auf die entgangenen, genau im Oktober 2023, sie klagen auch auf die entgangenen Einnahmen ja. äh, durch die ganze Geschichte. Also klar, die haben da jetzt natürlich auch umsonst gearbeitet, aber der Ruf eines in. Lily Dale praktizierenden Mediums ist auch so gut, dass es außerhalb von ähm, Lily Dale dann mehr Einnahmen gibt, wenn du sagen kannst, okay, ich bin Teil dieses Assemblies, ich darf da praktizieren. Ich bin authentifiziert ich bin worden, authentifiziert. wissenschaftlich geprüftes Richtig, Medium genau. in, im System. Genau, also das macht anscheinend so viel aus, dass es sich lohnt vor Gericht zu ziehen, um das einzuklagen und spätestens da habe ich so gedacht, ähm, was so im 19. Jahrhundert angefangen hat als ein Ausbruch aus den bürgerlichen Konventionen und eine, ein, der Versuch, mal ein ganz anderes Leben zu entwerfen und die, die Suche und Neugier, ähm, was so hinter der, der physischen Welt liegen könnte und was wir vielleicht noch nicht verstehen und ob es nicht vielleicht doch die Möglichkeit gibt, mit Verstorbenen zu kommunizieren und so. All das ist letzten Endes, doch, jetzt inzwischen auch im berühmten Lilydale mehr so eine Geschäftsidee und etwas, das man, weil man finanzielle Einbußen glaubt zu haben, vor Gericht einklagen möchte. Und das ist doch ziemlich prosage, wenn man das mal so sich überlegt. Alex hat es gerade schon gesagt: dieses ganze Gerichtsverfahren, da hat die New York Times am 27. Oktober darüber berichtet. Also, das ist tatsächlich noch ein ganz frisches Verfahren. Und. Aus dem Artikel habe ich nochmal übersetzt ähm, den Abschnitt, äh, wie werde ich denn ein Medium? Weil das ist ja immer so ein bisschen verschleiert und hier gibt es dann ähm, einen Abschnitt, wo das mal ein wenig beschrieben wird. Auch was die Personen, die geklagt haben, zwei schweigen äh, der Presse gegenüber, eine Person ist bereit, Auskunft zu geben, was die alles gemacht haben, um überhaupt erstmal auf diesen Score, den Alexa beschrieben hat, zu kommen. Und ich zitiere hier dann mal in der übersetzten Fassung. Die New York Times erhielt eine Kopie von Dales Leitfaden für Medialität, der zuletzt 2022 überarbeitet wurde. Als Frau Scobercia, das ist eine der Klägerinnen, den Prozess begann. Neben drei Empfehlungsschreiben, einem Ausbildungsnachweis, einem Vorstellungsschreiben und einer Gebühr von 150 Dollar verlangt der Antrag auch, dass die angehenden Medien 25 öffentliche Demonstrationen der Medialität, das ist also das, was wir in, dieser, in diesem Gottesdienst ja beschrieben haben, also da müssen die 25 mal umsonst dabei sein und dafür ja auch in Lillydale vor Ort dann natürlich sein. Also 25 davon und zwei Monday Night Circles absolvieren. Das sind kostenpflichtige Veranstaltungen, bei denen eine Reihe von Medien Lesungen anbieten. Also da müsst ihr auch noch Geld bezahlen dafür, dass ihr an so einem Circle dabei sind. Was natürlich die Little Day Community damit angehenden Medien macht, ist, dass an 25 öffentlichen Tagen, wo Eintritt natürlich gezahlt wird von den BesucherInnen und an zwei richtig kostenpflichtigen Abend, Genug Medien da sind, die das immer machen und die Medien, die da wohnen, müssen ja nicht immer dabei sein. Genau. Das heißt also, diese Leute, die da wollen, machen ein unbezahltes Praktikum. Genau. Und dann steht hier, nach all dem gibt es noch mehr, geht nämlich noch weiter. Benotete private Lesungen und öffentliche Vorführung vor den Mitgliedern der Versammlung sind erforderlich. Die Noten, also ist dieser Score, basieren auf ihrem Engagement für die Welt jenseits der Lebenden. Also, das ist der wissenschaftliche Prozess, ist erstmal so ein bisschen so. Wie heute im Berufsleben allgemein, machen wir erstmal Praktikum für umsonst, beziehungsweise hier muss man ja auch noch 150 Dollar bezahlen mhm. dafür. Äh, wir gucken uns das alles an und wenn du dann nach einer Arbeitsprobe passend erscheinst, ich vom überspitze natürlich hier ganz bösartig, äh, dann kriegst du sozusagen den Stempel, dass wir dich anerkannt haben. Und ähm, und ja, das ist schon relativ spießig, wie Alexa sagt. Oder aber in der Psychologie würde man sagen, sowas wie ein Assessment Center. Also du musst ja. hier wirklich über einen langen Zeitraum das zeigen. Du musst die Motivation haben, 25 Mal nach Lillydale zu reisen, vor Ort zu sein. Man kann sowieso auch diesen Antrag nur vor Ort stellen. Also man kann zwar online alles buchen, aber für so einen Antrag muss man da schon auch nochmal hinfahren persönlich. Also das ist da alles sehr sehr genau festgelegt und ein bisschen spießig ja das kann man natürlich so sagen also gar nicht so modern und offen und ich glaube zum Abschluss können wir noch auf einen Aspekt eingehen der mich auch nochmal wieder beschäftigt hat nämlich die Tatsache dass in dieser Spiritual, National Spiritualist Association of Churches die gegründet wurde 18 also Ende des 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 19., Anfang mhm. des 20. Jahrhunderts. Wir ja auch noch in einer Zeit leben in den Vereinigten Staaten, wo wir die sogenannte Anführungsstriche, ganz vorsichtig, Rassentrennung gehabt haben. Das heißt, Afroamerikaner waren natürlich von nahezu allen gesellschaftlichen Dingen ausgeschlossen. Und genauso war es natürlich mit dieser Kirche. Mhm. Es war natürlich nicht so, dass schwarze Medien... Mitglied in dieser Association werden durften, sondern es musste dann eine eigene National Colored Spiritualist Association of Churches gegründet werden, die dann auch 1925 dann gegründet worden ist. Immerhin durfte man das. Da gab es dann auch hin und wieder gelegentlich jährlich, also gab dann auch Treffen. Nationale Treffen, die stattgefunden haben. Bis in die 70er Jahre hinein gibt es dann noch Spuren in dieser Association, die dann aber ja, verschwindet. Ich habe euch eine kurze Geschichte dieser Colored Spiritualist Association of Churches unter die Folge auch verlinkt. Könnt ihr euch mal einlesen, wer da auch die handelnden Personen gewesen sind? Und in dem New York Times-Artikel, den wir gerade beschrieben haben, wo es natürlich zum einen um das Gerichtsverfahren geht, aber auch nochmal der Bogen rund um Tage beschrieben wird, kommt die Autorin dann zu dem Schluss, dass der ganze Ort Lilydale mit seinen 275 Einwohnern schon auch ganz schön weiß mhm. äh, ist. Also, auch das ist so eine Geschichte, äh, wo man natürlich sieht, wie die, wie die Offenheit, die, die Spiritualität, also da dann doch eher so in den, in den weißen, christlich geprägten Esoterikern vorhanden ist. Vielleicht haben wir auch die besseren Test-Scores. Lassen wir es mal so oh dahingestellt. Ja. Ähm, also die, das, das Bilderbuch-Dörfchen äh, birgt dann doch einige Geheimnisse, die nicht ganz so nett sind und -hmm. ganz so flauschig und Sonnenblumenlicht durchschienen, wie sie da auf den Internetseiten äh, wirken. Äh, und Vielleicht noch mal äh, zum Thema äh, besuchbar im Medium und äh, Esoterik im Allgemeinen. Natürlich kann man neugierig sein und sich angucken wollen, wie solche Menschen arbeiten. Mhm. Also ich muss selber sagen, dass ich das auf eine Weise auch bei aller Skepsis irgendwie einfach faszinierend finde, wie, wie die mhm. das machen. Mhm. Ähm, Wenn es nicht so teuer wäre, ähm, könnte ich mir vorstellen, sowas auch mal zu besuchen. Aber man darf eben nicht vergessen, dass sie sich sehr, sehr oft an verzweifelte Menschen wenden oder mhm. verzweifelte Menschen sich an sie wenden. Mhm. Und ich habe mich auch so gefragt, ähm was ist denn, wenn sich da Abhängigkeiten entwickeln? Und was ist, wenn in so einer Sitzung, bei so einem Reading Dinge an die Oberfläche kommen, die die Menschen da dekompensieren lassen, psychisch vor Ort? Mhm. Sind die wirklich auch ausgebildet genug, dass sie solche Dinge auffangen können? Was passiert denn, wenn da einer zusammenbricht? Ähm, wer übernimmt denn da die Verantwortung, wenn die dann doch äh, in Richtung ähm, Medical Intuition gehen und den Leuten dann sagen, hier, äh, ich spüre bei dir eine Krebserkrankung, und dann kriegen die Leute den Schock ihres Lebens und eventuell stellt sich hinterher beim Arzt raus oder bei der Ärztin, äh, dass dem gar nicht so ist, aber die haben halt einen Schock gekriegt. Also das sind alles so, so Sachen, ähm, die sich vielleicht ähm, total gut anhören. Ja, wir geben euch Closure, wenn ihr nochmal mit der Großmama sprechen könnt und die euch dann aus dem Jenseits zu verstehen gibt, dass alles in Ordnung ist und dass es ihr gar nicht schlecht geht und dass sie jetzt glücklich ist und so weiter. Sicherlich. Aber dahinter steckt eben auch ein hohes Maß an Gefährlichkeit, finde ich, ähm, und ein hohes Maß an Verantwortung. Und ich weiß halt nicht, ob die nicht dann doch letzten Endes gerne einfach ihr Geld verdienen möchten und äh, dann weniger drauf schauen, ob es den Leuten wirklich auch noch drei Wochen hinterher nach diesem Reading gut geht. Ähm, ein, ein weiterer Aspekt, den ich da nochmal nennen will, das ist das eine, was du beschrieben hast, Alexa. Das andere ist so... Wir haben ja dann auch in der in dieser HBO-Doku gesehen, was da so erzählt wird. Und das Interessante dabei ist, dass äh, also zumindest in dieser Doku und da sind ja einige solcher Lesungen in Anführungsstrichen gezeigt worden, die Geschichte eigentlich mal dieselbe war. Die Verstorbenen, denen geht's gut. Mhm. Sie sind in Frieden. Sie haben keine Schmerzen mehr. Sie sind mit dir zufrieden, sie sind stolz auf dich, sie blicken auf dich herab. Ähm, dann gab es ja so Fälle, wo, wo äh, ein Konflikt vor dem Tod im mhm. Raum stand, um es vielleicht mal so zu formulieren, wo dann gesagt wird: ähm, Ja, das äh, tut der, dem, der, der Seele im Jenseits leid, dass das nicht mehr geklärt werden konnte. Das heißt, ich stimme dir zu, dass natürlich das ein Riesenproblem ist. Ich habe aber den Eindruck, ganz bewusst, dass die Kundenzufriedenheit, Kundinnenzufriedenheit, so will ich das auch mal absichtlich formulieren, hier über alles geht. Wenn du nach Lilly Day zu einer Lesung gehst, dann haben die entweder Unrecht, wie bei TripAdvisor, wo das Code-Reading nicht funktioniert hat. Oder aber sie wissen natürlich, dass du von einem Verstorbenen äh, äh, was wissen willst. Also ich möchte Kontakt mit meinem verstorbenen Sohn aufnehmen oder wie auch immer. Äh, und dann liefern sie dir das, was du haben willst. Das heißt, ich hatte den Eindruck in dieser ganzen Dokumentation, dass die Leute, die da 100 Dollar für eine halbe Stunde oder auch mehr, je nachdem, bezahlt haben, auch immer das bekommen haben. Und in einem anderen Kontext, du hast es in einem der White Mike Specials ja auch schon mal gesagt, so gibt es ja auch ein deutsches Medium, was sagt, ich liefere immer. Wenn ja, mich ja. ein Fernsehteam begleitet, ich liefere immer was Übernatürliches. Und ich habe so den Eindruck, dass das hier auch so ein wenig so die, die Idee der Medien ist. Denn wenn keiner stirbt und es allen immer gut geht im Jenseits, niemand stirbt in Lilydale, dann lohnt sich auch immer der Besuch nach Lilydale Und dann kommt man auch gerne wieder. Und das, da stimme ich dir zu natürlich, führt auch zu Abhängigkeiten. Denn was dann ja nicht passiert, wenn man da wirklich dran glaubt, dass es diesen Kontakt ins Jenseits gibt, dann, dann, dann kann man ja auch, wie soll ich sagen, nicht loslassen. Und äh, Sophia Kraweis sagt ja immer: Wenn jemand stirbt, dann ist alles anders. Ab dem Moment ist das gesamte Leben für diejenigen, die weiterleben, anders. Aber es muss ja nicht schlimm sein. Es ist halt nur anders. Und dagegen steuern die so ein bisschen an. Und insofern verdienen die viel Geld, bieten eine Dienstleistung an, die in der Regel immer positiv konnotiert ist. Und trotzdem finde ich es natürlich höchst problematisch ja. und wir haben ja glaube ich sehr ausführlich geschildert, warum das problematisch ist. Aber dieses selbstverstärkende System dieses kleinen abgeschlossenen Örtchens mit 275 Einwohnern wird wahrscheinlich noch sehr sehr lange so weitermachen. Sowieso. Ja. Und die suchen sich ja auch sehr sehr genau aus, wer da wieder hinziehen darf. Man darf ja übrigens, das ist, hast du dir noch mal angeschaut, äh, da kein Haus bauen, man kann da auch kein Grundstück kaufen, sondern es gibt fast sowas wie so, eine, wie so eine Erbpacht. Man muss da Geld bezahlen und darf dann für ein paar Jahre hat man dann das Recht in einem der Häuser zu wohnen, solange man sich an die Auflagen hält. Ich glaube, glaub, du musst 1000 Dollar pro Jahr zahlen, damit du da sozusagen praktizieren darfst, deine ja, Geschäfte machen ja. kannst. Und dann kann das auch wieder entzogen werden und dadurch, dass diese Häuser sozusagen ja nur gemietet, also so eine Leasehold ist glaube ich der Begriff, den sie da benutzen, ist ja auch sichergestellt, dass das immer auch mal wieder voll ist. Und du hast gerade gesagt, der Marktwert für ein Medium steigt, wenn es in Lilydale wohnt. Also, ich glaube, die Wartelisten für so, eine, für so ein Haus in Lilydale, die werden sicherlich nicht kurz sein. Könnte ich mir lebhaft vorstellen. Was Machen Sie mal das Fazit, Frau Waschbauer. Oh. Was nehmen wir denn jetzt mit aus der, aus der Stunde oder was, was wir, haben wir, wir auf ne dem Tacho? Ja, oh. schon wieder eine Stunde auf dem Tacho. Was nehmen wir denn mit aus der Stunde? Wir, wir nehmen es mit, dass es das gibt, dass da auch ähm, ein, ein Bedarf zu bestehen scheint und ja. dass wir auch nicht ähm, dagegen anreden können, dass dieser Bedarf besteht. Es wird immer Menschen geben, die ähm, genau das sich wünschen, die sich genauso einen Kontakt mit ähm, lieben Menschen im Jenseits wünschen und die das auch brauchen, um selber ähm, damit klarzukommen. Man kann nur vielleicht, ähm, wenn man jetzt das Gefühl hat im Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis ähm, ist so eine Person versuchen ähm, darauf hinzuwirken, dass da eben keine keinen also dass sich da keine Suchtbahn bricht und dass da keine Abhängigkeiten ähm, bestehen. Ähm, das kann durchaus passieren, wenn man eben das Maß nicht einhält. Also das einmal im Leben zu machen, um das auszuprobieren sicherlich äh, möglich, aber man sollte eben nicht ähm, sein ganzes All Alltagsleben darauf ausrichten, äh, dieses Hilfsmittel auch zu haben, denn dann begibt man sich eben in solche Abhängigkeiten sehr leicht rein und ähm, vielleicht, ähm, dass man da ein Auge drauf hat und vielleicht auch äh, seinerseits äh, versucht, Menschen, die bei denen solche äh, Gefahren bestehen, Halt zu geben, einfach äh, auch mal nachzufragen. Um vielleicht auch so eine Lücke zu füllen, die da besteht, damit eben, ähm, ja, diese Person nicht nach Lily Day pilgern muss, äh, um, äh, weiß ich nicht, 150, 200 Dollar äh, für eine Stunde ähm, für also so ein Medium zu bezahlen. Ähm, und insofern, ja, da sind wir alle gefragt, ein bisschen zusammenzuhalten. Nach der. Ja, natürlich, alles, was du sagst, und nach der na, Worst of Esoterik-Folge, die wir mhm. jetzt gerade als White Special hatten, äh, kommt mir wieder äh, so unweigerlich in den Sinn, ganz kurz für einen Moment, äh, wenn ich mir jetzt noch so einen Baukasten, äh, so ein Internet-Webseiten-Baukasten mit Textversatzstücken, den es ja gibt, haben wir in der Folge gehört, äh, als Dienstleistung einkaufe. Und mir eine Skype-Lizenz oder Zoom-Lizenz zulege und dann Menschen sage, deinen Verstorbenen geht's immer gut und dabei eine Klangschale im Hintergrund stehen hab, könnte ich vermutlich mittelfristig deutlich mehr Geld verdienen als mit dem, was wir hier machen. Aber es ist halt sowas wie Ethik, Moral, die da natürlich dagegen spricht. Aber es ist, also für mich überraschend, natürlich haben die da ihre Hürden, weil die da nicht jeden haben wollen. Mit diesem Label und sie wollen erstmal als Erste verdienen an dieser Geschichte. Aber wie einfach es doch im Grunde genommen ist, mit so einer Idee Geld zu verdienen und eine Webseite mit einer Terminvergabe und irgendwelchen Ideen äh, anzubieten und überall ein Disclaimer zu haben, dass man natürlich nicht für nichts verantwortlich mhm. ist. Und wenn das Tier nicht, nicht, nicht entspannter wird, sorry, dann musst du halt mehr an daran glauben, dass das Tier entspannter werden muss, weil das sagt ja der Spiritismus. Ja. Äh, bin ich immer wieder geschockt davon. Ähm, nicht neidisch oder, oder missgünstig, aber geschockt davon, äh, wie, wie sehr wir doch alle bereit sind als Gesellschaft, weltweit, global, will ich das mal fassen, dafür auch sehr viel Geld auszugeben. F für etwas, wo ich sage, im Gegensatz natürlich zu der Association, es gibt keine Evidenz, das ist nicht wissenschaftlich. Ähm, ja, mhm. komme ich ins Grübeln oder sowas. <laughs> ja. Aber auch das wird sich die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht großartig ändern. So, ich, sehe da ein, ich sehe da viel Geld in der Zukunft von Lilydale. <laughs> Machst du das schon sehr gut, finde ich, ja, ehrlich ne? gesagt. Ähm, kommen wir mal zu etwas anderem, was mich auch beschäftigt. Nämlich der Frage, riecht jetzt Regen ja. oder nicht? Ich will's wissen. Jetzt. Die Auflösung. Ja, Regen riecht, wenn er auf den Boden fällt. Dieser dieser typische Sommerregengeruch, den wir alle kennen und sofort in der Nase haben, wenn man sowas auch nur erwähnt, den gibt es wirklich und der hat sogar seit 1964 einen Namen, nämlich Petrichor. Und äh, dieser, dieser Begriff und, und dieser Geruch, ähm, der setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Also wir haben da natürlich einmal das Wort Petra für Stein und dann das Wort Ichor. Äh, das ist eine Flüssigkeit, die so heißt es in der griechischen Mythologie, in den Adern der Götter fließt. Und das ist schon oh. alleine so romantisch. Aber die Erklärung, wie das zustande kommt, ist dann doch nicht ganz so romantisch. Da ist nämlich äh, natürlich der geruchslose Regen, also der, der, das Wasser, was aus dem Himmel fällt, das hat per se keinen Geruch. So. So, hoch, genau. Aber dann, aber dann am Boden ähm, reagiert dieser geruchlose Regen mit Molekülen. Das kann eben auch auf, ähm, auf Pflanzen sein einmal, aber auch am Boden, weil es nämlich da um Öle um ätherische Öle geht, die die Pflanzen während sommerlicher Trockenperioden abgeben und der kann eben also diese ätherischen Öle die können eben auch auf Böden und Gesteinen, also Gehwegen und Straßen absorbiert werden und dann eben da auch zu finden sein. Und wenn dann eben dieser Regen auf den Boden trifft, dann werden diese Duftstoffe aufgewirbelt und dann haben wir diesen Geruch in der Nase. Also der Regen selber riecht nicht, nee, sobald er auf dem Boden das Wasser ist, nicht. löst er aber genau. diese diese Stoffe, die dann riechen und weil wir das nicht sauber voneinander getrennt ja. kriegen oder aber es vielleicht auch schon irgendwo regnet und der Wind zieht zu uns rüber. Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Ah. Das kann nämlich durch den Wind ja. schon mal zu uns geweht werden, bevor der Regen bei uns überhaupt schon fällt und deswegen hat man das unter Umständen, bevor die ersten Tropfen fallen, schon in der Nase. Das ist wirklich ein äh, sehr interessantes Ding, weil das mhm. ich, ich habe nie darüber nachgedacht, dass das eine Frage ist, die ich mich stellen würde. Und ich bin <laughs> sehr froh, dass ich jetzt die Antwort auf eine Frage bekommen habe, die ich mir nie gestellt habe. Und es gibt sogar, aber da müsste ich mich nochmal umtun, Parfümeure, die versucht haben, diesen Geruch im Parfum einzufangen. Das, das finde ich faszinierend. Das war was bei Seinfeld, Seinfeld The Beach oder The Ocean. The Beach. Das, 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 das ja, war ja, das Parfüm, ja. was Kramer. Genau. Ja dann äh, unterjubeln wollte. Ja. ja. Jetzt schweifen wir aber doch sehr <laughs> ab. Ähm, ja, wir haben eine sehr lange Einleitung äh, diesmal gehabt. Äh, deswegen machen wir die, die Ausleitung. Äh, die Outro machen wir relativ kurz. Bedanken uns nochmal ganz ja. ganz herzlich für all die, bei all denjenigen, die uns unterstützen die äh, auch am Ende des elften Monats des Jahres 2023 dafür sorgen dass wir mit unserer Selbstständigkeit dieses Projekt äh, fahren können dass es nach wie vor unglaublich ist das eigentlich immer am Ende. Wir sind sehr, sehr froh darüber. Wir liegen für alle, die es interessiert, was diesen Wert angeht, so aktuell bei 5,3, 5,4 Prozent aller Hörenden. Ich habe die Download-Zahlen gesagt, das steigt natürlich immer auch mal äh, dann an. Dann haben wir mehr Hörende und also ist, ich verstehe, was ich sagen will. Äh, 7% ist so wirklich dann, äh, würde ich glaube ich jeden Tag im Tiefschlaf schlafen können. Bis auf die Aufnahmezeit. Bis auf die Aufnahme, nur <laughs> dafür aufstehen. Ansonsten äh, machen wir natürlich viele, viele andere Dinge und können uns so wunderbar finanzieren. Wenn es unter 5% fallen würde, hätten wir ein Problem. Äh, also insofern freuen wir uns natürlich über jede Person, die sagt, komm, einen Euro im Monat als Dauerauftrag mache ich. Und das klingt immer so ganz bescheuert, aber Tatsächlich, wenn jede Person, die eine Folge Huxilla runterlädt im Monat, ein Euro aufs Geschäftskonto überweisen würde, würde ich sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel mehr Geld, so möchte ich es formulieren, für wohltätige äh, Zwecke spenden können, weil dann sehr, sehr viel Geld reinkommt. Wir wissen, dass nicht jede hörende äh, Person hier bei Huxilla das machen kann. Das ist auch völlig in Ordnung so. Das ist genau unser Konzept, aber wie gesagt, wer sagt einen Euro im Monat, den habe ich über. Äh, Macht das. Ich finde es generell immer ganz wichtig, kreative Menschen äh, und, und Menschen, die frei Content erstellen, zu unterstützen im Internet. Da bin ich ein großer Freund von. Wir machen das ja auch. Äh, what comes around, goes around. Ähm, insofern freuen wir uns sehr, sehr und freuen uns aber und wollen nicht undankbar wirken. Ich will es nochmal einmal ausgeführt haben, äh, dass ihr das schon so zahlreich tut. Und die nächste Folge ist ja auch schon in der Pipeline ja wieder. die ist definitiv in der Pipeline und ähm, auch danke von mir nochmal für eure Unterstützung ihr seid wirklich großartig und ihr tragt uns und sorgt dafür dass wir mit Freude den Podcast weitermachen und danke auch an euch für die Themenvorschläge die oh ja. wir so in großer Zahl erreichen und die wir alle lesen die wir alle vermerken in der Bundeslade äh, auch wenn wir euch nicht immer sofort auf die Mails antworten können. Das tut uns total leid. Aber wir sehen das alles und wir haben es nicht nur im Hinterkopf, sondern auch in der Bundeslade auf der großen Liste. Und die wird irgendwie nicht gehört. Nee. Auch dafür danke, dass es <laughs> wirklich das ist in diesem Jahr auch wieder mehr geworden. Also nicht, dass wir Themenknappheit hätten, aber es ist gut, nee. dass du es ansprichst, mhm. Alexa. Es ist wirklich so viele Vorschläge, die kommen, so viele Anfragen. Das freut uns. Und jetzt höre ich auf zu reden. Und wünsche euch allen eine gute Zeit und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf huxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.hoxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.